Und herzlich willkommen zurück. Scheiß Hund. So. Die Familie mit der Hausübung früher jetzt hier angehängt und auch unter. Lalala. Ich habe auch noch eine Menge mehr Material zu dem Thema. Das bearbeiten wir dann aber erst nach Ostern, wenn ich hier von Vögelchen näher rücke. Ja, mach das doch, du Sohn. Deine Mutter hatte schon. Oh, PDF. Na gut, okay. Ja. So, we are back to the Ton X. Übrigens, jetzt wollte ich gerade schon fast sagen, ich habe vor, noch mal Doom Let's Play aufzunehmen, also wieder, mal wieder Doom weiterzumachen. Aber ich glaube mal, da werden die meisten gleich wieder anfangen zu heulen. Ich weiß nicht, irgendwie so meine Zuschauerschaft, eher so meine Testgruppe. Ich verstehe gar nicht, warum alle so Doom haten. Ich mag Doom. Nee, ich spiele nämlich jetzt privat seit einer Weile Back to Saturn X, aber nicht so wie wir als Let's Play gespielt haben, also mit GZ Doom oder so, sondern ich habe ja vor einer Weile mal Doom for Vanilla vorgestellt, ne? Und ich spiele derzeit in Vanilla DOS, in Vanilla DOS, klar. In Vanilla Doom, also das, was unter DOS auch läuft, beziehungsweise ich auf meinem PC mit Chocolate Doom. Mit Doom for Vanilla und Back to Saturn X als Kombi-Pack quasi. Also super modernes Gameplay durch Doom for Vanilla und super moderne Maps Back to Saturn X, aber halt unter der klassisch Original Engine. Also wirklich richtig retro. Und es ist halt unendlich krank geil, was man, wenn man mal so bedenkt, Back to Saturn X mit Doom 4 Look, dass sowas halt mit der klassischen Engine damals möglich war. Das heißt eigentlich, wenn damals schon die Entwickler das gemacht hätten, es wäre halt technisch möglich gewesen, weil es geht ja offensichtlich. Und ich habe das auch tatsächlich, wie gesagt, ich hier auf dem Rechner spiele das Ganze natürlich unter Chocolate Doom. Einfach, weil ich hier kein DOS drauf habe, offensichtlich. Aber ich habe das Ganze auch unter meinem Pentium Laptop. Ich habe hier diese Klapperkiste, so ein uralt Laptop. Und da habe ich halt noch richtig MS-DOS drauf und auch die wirklich DOS-Version von Doom 2. Und ja, da habe ich halt das jetzt auch installiert mit Doom for Vanilla und Back to Saturn X. Und es funktioniert halt wirklich einfach einwandfrei. Es ist geil. Es ist tatsächlich unglaublich geil. Mag ich, finde ich geil. Alter, wie wenig haben wir gerade noch abgebaut? Ich dachte, wir hätten schon ein bisschen mehr an Cobblestone. Das ist ja ein Witz. Es ist nicht mal eine Tasche voll, was wir haben. Ja gut, dann werden wir. Okay, das heißt also, hier mit dem Minenbau kriegen wir bei weitem nicht genug Cobblestone. Schade eigentlich. Hatte so gehofft, dass das hier ein bisschen was bringt. Ja, und auf jeden Fall habe ich mir halt so nur vorgenommen, oder habe ich mir nicht vorgenommen, aber hatte ich halt gerade so die Idee gehabt, könnten wir eigentlich so als Let's Play machen. Wirklich mal Vanilla Doom spielen, ne? Weil wir sind ja gerade bei meinen Doom Let's Plays sowieso eher so in Vanilla Geschehnisse involviert, aber halt mit GZ Doom. Und ich hatte ja schon immer mal vorgehabt, wirklich direkt komplett Vanilla zu spielen. Also wirklich mal sowas wie Heretic oder
Ne, ich meine, Heretic und Hexen haben wir ja jetzt eigentlich soweit auch schon gespielt, aber halt alles unter GZ Doom. Und das halt wirklich mal komplett mit Chocolate Doom. Halt wirklich Doom im Vanilla-Feeling spielen. Und jetzt hatte ich halt das, ne, ich hatte ja letztens diesen Kommentar bekommen bei YouTube, ne, mit, Ronny, wieso spielst du denn Vanilla? Ich meine, da haben doch schon 10 Millionen andere Vanilla Doom gespielt, ist doch total lame. Ich meine, okay, kann man irgendwo nachvollziehen. Ich meine, Doom Vanilla ist jetzt halt nicht das Spannendste, ist schon richtig. Aber ich persönlich feiere es halt. Und ich spiele ja nicht Sachen, weil die irgendwie angesagt sind oder wie es der Geier war, sondern weil sie mir persönlich halt Spaß machen. Und alles, was mir Spaß macht, spiele ich halt. Und wer mitgucken möchte, kann halt die Let's Plays gucken. Wer nicht, der nicht. Aber jetzt mit Doom for Vanilla und Back to Saturn X hätte man tatsächlich Vanilla Doom, aber in geil. Und zwar in extrem geil. Und vor allem, wie gesagt, das Krankeste dabei ist eigentlich eher so zu festzustellen, zu was eigentlich die Original Doom Engine alles fähig ist. Oder um es besser zu sagen, die Map-Designer von 1991 haben sich wohl nicht allzu viel Mühe gegeben, ne? Liebes Software-Team. Ich meine, Back to Saturn X wurde von Fans entwickelt, ne? Ich meine, wenn Fans sowas schaffen zu bauen oder zu createn, dass denn id Software sowas selber nicht geschafft hat, ja, ich meine, im Vergleich zu Back to Saturn X, da sehen ja die Doom 1 und Doom 2 Maps ja lächerlich aus, also jetzt mal no joke. Das ist ja Weltenunterschied. War das jetzt gerade richtig? Momentchen mal. Doch, müsste richtig gewesen sein, ja. Von daher. Achso, siehst du, genau, ich habe hier noch was vergessen. Deswegen habe ich mich gerade verunsichern lassen hier. Richtig, wir müssen überall noch eine Ebene abbauen. Mal schauen, vielleicht kann ich das danach hier mal ganz kurz zum Ende der Folge dann mal zeigen. Wie das dann so ungefähr aussehen könnte. Weil es ist, wie gesagt, absolut genial. Es ist absolut geil. Allein dieses klassische Feeling, aber so komplett overpowered, ist schon nicht schlecht. So. Tunnel fertig. Yay. Spaß. Erstmal hier noch die ganze Erde abbauen hier. Müssen wir denn noch eins höher? Von der Decke her, ja, ne? Obwohl, nee, eigentlich nicht. Doch, müssen wir. Ja, wir müssen noch eins höher. Ach du Kacke. Genau so. Oh, Ronny, wie hast du das gerade gemacht? Ja, meine lieben Zuschauer, Timing, Leute, hä? Timing. Digga, ist ja hier seamless arbeiten, Alter. Woo. Ich bin der Mann mit der Stoppuhr. Mein Timing ist on point. Macht irgendwie voll Spaß, das genau richtig abzupassen. So, perfekt. Jutchen. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch das Holz hier überall reinzumachen. Ich glaube, das lassen wir sogar. Darauf habe ich jetzt gerade keinen Bock. Obwohl, ganz ehrlich. Wir wollen ja hier keinen Frisch machen. Wir machen das mal ganz schnell.
Das heißt, einmal kopieren und einmal einfügen. Ach komm jetzt. Sollte nicht allzu lange dauern hier. Ja. Danke dafür. Siehst du, was wir noch machen müssen, ist hier unten die Reihe. Die müssen wir auf jeden Fall austauschen. Obwohl, wir müssen den gesamten Boden austauschen. Hier, das sieht man ja alles. Später. Ach komm, lassen wir einfach so. Wir sind schon wieder verhungern hier. Was ist denn los? Also verhungern ist ja kein Problem, aber dass wir dabei auch unseren Sprint verlieren. Ich werde dich töten, lieber Hund. Du Hund. So. Okay, okay. Sind die beide gleich ausgerichtet? Ja doch, die sind gleich ausgerichtet. Das heißt, ich kann einfach eins von beiden kopieren und kann damit beide bauen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bam. 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 1, 2. Ach, langweilig. Ja. Und was habt ihr so gemacht? So, fertig. Schön auf dem Land drauf hier. Easy. Also machen die jetzt irgendwie ein Web-Battle? Erst entweder Bett der Hund draußen oder hier unser Hund. Ist ja hier schlimm, ist das. Perfekt. Upsala. So, da. Siehst du, geht doch ratzfatz hier. So, jetzt sind bloß noch die Querbalken um. Die dauern jetzt ein bisschen länger, weil hier kann man nicht so schön schnell einfach, obwohl das geht easy, alles easy hier. Ich habe übrigens gerade, ich habe ja hier letztens angekündigt hier, ne, mein Trost, dieses Spiel, was ich da entwickelt habe, naja, also zusammengestellt habe quasi, ist, das war ja bisher die Mods von Mindtest Vanilla, also ne, also so von Mindtest Game halt. Und jetzt habe ich aber tatsächlich, bin ich gerade dabei, meine erste eigene Mod extra für dieses Spiel auch zu entwickeln. Und zwar wahrscheinlich gleich das Schwerste, was man überhaupt machen kann, Map Gen. Holy shit, ist das schwer. Ich muss mich erst ein bisschen reinfutzen beim Map Gen, wie das überhaupt funktioniert. Relativ gut mittlerweile funktioniert. Mittlerweile kriege ich es hin, dass ich eine Landschaft generieren kann. Zwar bisher ohne Höhe, sondern wirklich einfach nur mittels Highmap quasi. Also mittels Highmap. Das heißt, Höhlen und unterirdische Strukturen sind noch gar nicht implementiert. Aber ich habe sogar schon Bäume. Es wachsen sogar schon Bäume auf der Ober. Also ich habe einen festen Meeresspiegel. Alles, was über dem Meeresspiegel ist, ist quasi, also sobald, also ich habe quasi, habe quasi eine Height Map. Das heißt, die Welt wird einfach so strukturiert erstellt. Allerdings besteht die Welt komplett aus Gestein. Die obersten drei Blöcke sind allerdings Erde. Und wenn von diesen obersten drei Blöcken der oberste Block überhalb, oder genau auf Wasserniveau ist, dann ist der oberste Block ein Grasblock. Und wenn der oberste Block halt auch ein Grasblock ist, dann wächst da auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, heißt also bei jedem Hund,
bei jedem, doch genau, bei jedem 100. Gras-Erdblock wächst auf dem Gras-Erdblock oder wird auf jedem Gras. Boah, Alter. Im Durchschnitt wird bei jedem 100. Gras-Erdblock auch ein Baum drauf erstellt. Das Ganze funktioniert bisher relativ gut. Auch wenn ich erst geswaggelt habe mit dieser komischen, weil ich mit den Bäumen habe ich mittels Register Decoration und irgendwie, ja, diese Funktion, da habe ich halt ein bisschen rumgeswaggelt, weil die erst irgendwie nicht überall funktioniert hat, sondern nur bei bestimmten Stellen. Und ja, und so weiter und so fort. Aber es hat letztendlich doch alles funktioniert, jetzt bin ich glücklich. So, jetzt müssen wir hier so viele Kerzen abbauen, bis es hinten dunkel ist. Es hier ist ja schon dunkel. Hey, sind fertig. Yay. So, das heißt, hier auf dem Niveau kommt dann später der Zaun hin. Brumm. Ab hier kann man nicht weiter. Und weil man nicht weiter kann... Warte mal kurz, ist das gut so? Nee, wir sollten den Tunnel schon weiter hier... schon den Zaun weiter hier vorne machen. Obwohl, ganz ehrlich, warum eigentlich? Nee, doch, wir machen den Zaun hier irgendwo und dann denkt man, ne, weil es halt einfach dunkel wird, dass es da aber noch weitergeht. Aber einfach, weil da kein Licht ist, dass man das halt nur nicht sieht, ne, und diese Atmosphäre ist halt geil. So habe ich das geplant. Ja, genau, auf jeden Fall habe ich jetzt mittlerweile meine erste eigene Mod erstellt, quasi, für mein eigenes Subgame. Bin ich voll stolz drauf. Ah, sieht doch geil aus. Ah, richtig schöner Tunnel. Easy. Ja, hier haben wir sogar so einen kleinen Schleichweg. Höhö. Ey, wir passen sogar genau durch. Oh, jetzt sogar noch ein bisschen Luft. Nice. Ja, allerdings hat das, was wir eigentlich machen wollten, nicht ganz so geklappt. Wir haben kaum Gestein bekommen. Ich dachte, wir kriegen mindestens so, weiß nicht, zwei Taschen voll Gestein raus. Aber wir haben nicht mal eine einzige Tasche voller Gestein. Das ist hier... Das ist echt wenig. Puh. Das heißt, wir werden definitiv irgendwo noch unter die Tage gehen, irgendwo einen Bereich suchen, wo es nicht weiter auffällt und einfach uns in die Erde baggern. Ja. Geht nicht anders. Das heißt, wir suchen uns mal direkt irgendwo so eine Stelle, wo man sich einfach so einen Berg bauen kann, ohne dass es uns weiter auffällt. Wie sieht es hier aus? Mal gucken hier. Ach, die ist da hinten. Da sieht es doch gut aus. Oder was vielleicht technisch gesehen noch besser ist, wir machen das Ganze einfach hier. Nee. Wir machen das Ganze einfach hier. Nee. Doch, wir machen das Ganze hier. Und machen einen super kreativen Schachzug, wo wir schon viel Cobblestone rausbekommen. Und zwar gehen wir hier auf den Berg rauf. So. Ja, das hat super funktioniert. So. Ja, hat super funktioniert. So. Scheiß Bäume hier. Jetzt machen wir quasi hier, klatschen wir mal die Erde weg. Der Baum ist halt im Weg. Ich hatte eigentlich... Kann ich da jetzt hinsprinten? Nee, ne? Doch, geschafft. Ja. Hier so das wegmachen. Genau, es kommt nämlich von oben auch Licht rein. Das ist nämlich ganz wichtig. So. Die Erde, da klatschen wir auch nochmal weg. Oh, jetzt ist es ernsthaft da? Willst du mich jetzt hier verarschen? Hä? Ist es weg? Na gut. So. Das heißt, den ganzen Scheiß hier klatschen wir komplett weg. Und graben genau an dieser Stelle jetzt einfach einen 3x3 großen Schacht in die Erde rein. Wow, geht das schneller als ich dachte. Ach komm jetzt. Oh, Alter. Warum
warum ist das Ding so scheiße schnell? Und ja, ich werde jetzt nicht darauf achten, dass wir auch einen Ausgang haben, weil wir werden jetzt einmal den Schacht nach unten bauen, dabei möglichst viel Cobblestone abernten und das Ding einfach dabei belassen. Wir werden jetzt später nicht mehr reingehen. Von daher... ist das halt einfach denn so. Ich will es halt nur, dass das halt von oben ein bisschen, also ne, wenn man hier von außen hinkommt, dass es halt trotzdem ein bisschen ordentlich aussieht und dem Ding quasi deswegen eine gewisse Funktion geben. Dass wir das halt quasi hier so gestalten wie so ein Brunnen. Ja. So, das heißt, das Ganze kommt hier weg. Oh, da haben wir... Ach so, nicht halt. Das war jetzt hier schon zu viel. Egal. Dann ist es halt so. So, das heißt, genau hier so auf dem Niveau packen wir jetzt Cobblestone. Als ob jetzt hier eine Höhle ist. Arsche? Kann ich nicht selber. Na gut, ist auch egal. Machen wir einfach hier so bam, 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 bam. Oh, ich sticke gleich. So machen wir hier dicht. Ja, so hat es aber funktioniert. Obwohl doch, war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Doch, war sogar richtig. Genau. So. Achso, ja, gut, den müssen wir auch auffüllen. Alter, jetzt gehen wir runter hier. Ernsthaft jetzt? Verpiss dich, du Hurensohn. Boah. Da kriegst du ja AIDS und Asthma und alles. Weg hier. Pisst euch. Scheiß Natur. Scheiß Hunde. Scheiß Menschheit. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das mit dem scheiß Hund hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt bellt du direkt wieder rum hier. Drecksköter. So, jetzt haben wir hier so richtig schön Rand. Genau. So, ich mache mal optisch ein bisschen zu. So. Und jetzt haben wir hier in der Mitte richtig schönen Bereich, wo wir einfach runterbaggern können. 3x3. Und können das dann später einfach als, weiß nicht, als Brunnen verkaufen oder sowas. Haben wir ein bisschen Cleanstone? Ach, scheiße, hab ich so einen Konfekt da. So. Ja, gut. So, nächste Spitzhacke und so können wir jetzt einfach hier direkt 1:1 runterbauen. Na gut. Fast 1:1 runterbauen. Oder dass sich später irgendjemand interessiert. Aber richtig schön viel Cobblestone. Hängt einfach ein Stein, ich glaub das nicht. Ist hier einfach Erde, ich glaub das nicht. Oh, ist das Silber? Die Erde hier.
Was jetzt? So. Ja, es war Silber. Nice. Weißt du, 500 Blöcke unterm Boden finden wir absolut nichts an Silber. Und jetzt finden wir hier schon zwei. Boah, ist einfach direkt. Ich glaube, das Spiel möchte mich direkt verarschen. So baut man schnell Cobblestone ab hier. So. Ich würde mal sagen, dann bauen wir einfach so viel ab, bis wir zwei Taschen voll haben. Upsi, jetzt komme ich nicht mehr raus. Also einen haben wir schon fast voll. Halt. Ach so, siehst du, wir haben gar keine freie Tasche mehr. Ha! Die ist ja bereits belegt. Mit Essen. Ja gut. Na gut, dann machen wir doch nur eine Tasche. Sollte für das Hotel auch ausreichen. Ich meine, so viel ist er nicht mehr. Sieht schon ganz schön tief aus, Alter. Oh. Stimmt, jetzt gibt es auch noch Höhlen. Ha! Kannst vergessen. Tja, bei meinem Mapchen gibt es keine Höhlen, ne? Also da kann einem sowas nicht passieren. Da kann man einfach nach unten graben. Gibt es hier noch mehr Silber? Ja, Silber. Ich weiß ja nicht mehr für was, aber wir brauchen ja für irgendwas Silber. Ist aber schon ganz schön groß hier, oder? Kann das sein? Ich leuchte mal ein bisschen aus. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Brauchbares, Geniales, Geiles finden. Ja, Silber zum Beispiel. Silber, soweit das Auge reicht. Sehr schön. Scheint aber nur eine kleine Höhle zu sein, oder? Hä? Ist ja ein richtiger Kreis hier. Oder geht's noch weiter? Okay, doch, hier geht's noch weiter. Gut ausgeleuchtet. Naja, bezweifle ich zwar ein bisschen, dass das hier gut ausgeleuchtet ist, aber okay, wenn das Spiel das sagt, dann... Lass was einfach mal so im Raum stehen. So, gehen wir wieder hier in unsere Ausgangsposition und bauen wir hier weiter. Das Problem ist, wir dürfen hier nicht sterben, weil wir kommen später nie wieder hin. Also, wir könnten einfach noch hier weiter, nochmal uns hier neben so runterbauen, okay. Aber das hatte ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt. Kupfer. Na gut, Kupfer brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich. Wobei, von Kupfer haben wir gar nicht so viel. Ich nehme es einfach mal mit hier. So, sollte es mittlerweile eigentlich schon fast reichen. Wie viel haben wir jetzt? Reicht das? Ja, komm doch. Lassen wir so. Gut, das heißt, dann gehen wir jetzt mal wieder home.
bauen uns nochmal eine Spitzhacke. Und jetzt kommt das, was ich nämlich designtechnisch vorhatte. Um den ganzen quasi eine Art Sinn zu geben, ne, so RPG-like Sinn. Obwohl, wenn ich das mache, was ich jetzt vorhabe, dann kann man da jetzt sogar runter. Später wieder. Lol, das heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe. Das heißt, wir haben uns jetzt gerade eine richtige Steinmine erschlossen. Wow. Denn was ich jetzt nämlich jetzt vorhabe, ist nämlich ganz einfach zu sagen, okay, ficken ist erlaubt. Wir machen... Na gut, dann wäre es aber besser, das hier noch wegzunehmen. Ronny, was hast du denn jetzt vor? Mach doch endlich mal hin. Wir wollen wissen, was du vorhast, du Hurensohn. So, und zwar nehmen wir den Stein weg. Den Stein weg. Den Stein weg. Oh, den Stein weg. Und jetzt haben wir hier eine wunderschöne Art, ja, Brunnen. Einfach ein Gewölbe, was nach unten geht, wo Wasser reinläuft und alles ist schön. Ja. Und jetzt können wir sogar noch sagen, okay, wir machen hier ein bisschen Strömung. Indem wir sagen, okay, wir machen hier einen Stein hin. Ja, das ist super intelligent. Danke. Wir machen da einen Stein hin. Jetzt machen wir noch da einen Stein hin und da einen Stein hin. Und ja, mehr geht doch nicht. Obwohl doch, wir können auch noch sagen, wir machen da einen Stein und wir machen da einen Stein. So. Und schon haben wir eine Art Bewässerungstunnelanlage gedöns, Dingsterbumster, wo Wasser reinfließt. Gut, jetzt müssen wir nur noch hier Wasser reinbekommen, bei dem Ding hier. Wie wir das schaffen, weiß ich noch nicht so ganz. Wobei, wie gesagt, wir können auch das eine Ding da so lassen. Weil der Vorteil wäre dann nämlich ganz einfach, dass man da dann später auch tatsächlich selber runterspringen kann. Um halt unten noch Steine zu bauen. Siehst du, wenn ich eigentlich die Steine wegnehme, bleibt die Strömung ja trotzdem so zerstört? Also, dass sich das weiter ausbreitet hier? Nee, es fängt sich wieder. Schade eigentlich. Upsala, was habe ich denn hier gemacht? Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Ja, nee. Repariert sich wieder von selber. Schade. Na gut, komm, dann mach ich dich auch noch weg. Dich auch noch. So. Dann machen wir es halt so. Leck mich. Perfekt. Jetzt kann das Wasser richtig schön runterfließen. Ach so, ja, ich bin doch bescheuert. Eben, und jetzt können wir die Steine wieder hinsetzen. Und jetzt haben wir quasi das, was wir wollen. Nee, so sieht scheiß aus. Dann lieber andersrum, dass wir lieber sagen, hier ein Stein hin, da ein Stein und da ein Stein. So sieht es besser aus. Sieht es so noch besser aus? Nee. So, jetzt haben wir hier richtig schön... Ist das doch geil. Ist doch schön, ist doch geil. Perfekt. Und schon haben wir hier so einen kleinen Brunnen gebaut. Wir haben ganz viel Gestein. Der Brunnen hat einen optischen, ne? Also es sieht aus, als wenn da was Sinnvolles wäre. Und alle sind glücklich. Ist das nicht genial? Das ist die Art Politik, die ich mag. Etwas komplett Sinnfreies tun, aber trotzdem so tun, wie als wenn man da was Sinnvolles macht. Warte kurz, kann ich auch vorher. So, jetzt müssen wir zu unser Haus zurück. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Und für die nächsten Folgen, also ab morgen, können wir dann wieder anfangen, hier das Hotel weiterzubauen. Da wir jetzt den Stein wieder haben. Sehr schön. Am besten packe ich dann die ersten sechs Decks auch direkt wieder in die Öfen. Wobei ich die am besten erstmal mit Blättern auffülle. Erstmal unser Inventar leer machen. So. Danke.
Okay. Das heißt, wir brauchen Blätter. Nicht gerade wenig, sondern eher viele. Achso, die sind ja unten. In unserem misslungenen Scheiß Ofenkonstrukt hier. Oh, die wollte ich doch gar nicht verbrennen. Na, ist ja auch egal. Ein paar haben wir jetzt noch. So. Die stellen wir hier rein. Dann nehmen wir mal hier die Dinger raus. Packen da Nadeln rein. Achso, wir brauchen noch Cobblestone. Lal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 a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die anderen kommen wieder weg. Renne mit dir. Reiner mit dir. Reiner mit dir. So, und die Öfen können wir jetzt einfach nachfüllen hier mit den Blättern. So. Okay. So. Sehr schön. Easy. Bam, bam, bam. Perfektion. In Aktion. Jutschen, dann noch schnell hier das und das wegschmeißen. Das weg. Das weg. Alles weg. Weg, weg, weg. Alles weg. Ich will nächstes Mal ein super cleanes Inventar haben. So. Na dann, würde ich mal sagen, sehen wir uns denn ab morgen wieder. Ich werde jetzt auch erstmal eine kleine Pause machen. Ich habe heute schon 6 Folgen aufgenommen, das reicht langsam. Das heißt, ja. Bis dahin dann. Erstmal konvertieren, hochladen. Schon 132 Folgen. Läuft.